Jo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich in Dodesheide unterwegs und werde einen Geheimtipp testen. Den Laden haben mir sehr, sehr viele von euch empfohlen und ich kannte den bislang noch gar nicht, noch nie was davon gehört. Und zwar ist es Tat Kebab und Pizza House. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf Google hat er sogar 4,7 Bewertungen, Sternebewertung, und das ist schon sehr, sehr stabil. Ich habe schon gefragt, ob ich aufnehmen darf, geht klar. Der Laden ist auch relativ klein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich nehme einfach so einen klassischen Kebab. Einen Döner, meinst du? Ja, einen Döner mit Kalb. Er hat gerade noch mal das Brot in den Ofen reingepackt. Chef, ihr macht morgens immer frisch und dann packst du noch mal in den Ofen rein, ne, das Brot? Und dann noch mal schön kurz in den Ofen. Ja, sehr gut. Er hat noch mal reingepackt in den Ofen. Das heißt, sie machen jeden Tag das Brot frisch. Und dann, wenn du jetzt bestellst, macht er noch mal, packt er noch mal in den Ofen rein. Sehr nice. So, seht ihr, das Brot packen wir nochmal extra in den Ofen rein. Das finde ich ganz gut. Wenn du morgens das Brot fertig machst, frisch, und dann nochmal kurz in den Ofen auf Bestellung. Boah, ich freue mich drauf, ich habe richtig Hunger. Also der, ich weiß jetzt schon, dass der brutal sein wird. Salat kannst du alles drauf machen, ja. Habt ihr nur Cocktailsoße? Ja. Cocktail sei schon Tzatziki? Scharf auch. Scharf auch, ja. Das haben wir selber gemacht. Die Soße macht ihr selber, ja. Scharf? Alle drei Soßen selber. Hm. Aber das immer jeden Tag mit frischer. Ach guck mal, sogar mit Pepper. Schaut euch das mal an, da sind sogar so Stückchen drin, ne? Paprika, verschiedene Paprika. Süße, ja. Paprika, scharfe Paprika, Chili-Paprika. Bin sehr gespannt. Boah, der sieht echt heftig aus, danke. Okay, ich gehe jetzt doch eben raus. Ja, was ist das für ein, was ist das für ein Oschi? Ja, Kamerabonus. Ne? Warte, ehrlich jetzt? Nein. Hat er bei euch nicht noch extra falsch drauf? Der war ähnlich, ne? Also okay. Rein, ja, das sieht auch schon gut aus. Ihr geht auch nicht weg, ne, bevor ich hier probiert habe. Wieso? Okay, ja. Okay, Fleisch jetzt, guck mal. Das ist schon heftig, oder? Dass die immer so lang sind. Ja, auch, dass er so steht am Anfang auch. Ist mir lieber, als wenn die so klein geschnibbelt sind. Ja, schön knusprig auch. Okay. Okay, okay, okay. Muss man mal reinbeißen. So. Wenn die das Brot selber machen, das ist einfach ein Unterschied, ne? Ja, auf jeden Fall. Dieses gekaufte, das ist halt scheiße. Ja, das merkt man direkt. Dadurch, dass er das nochmal in den Ofen schmeißt, hast du hier so eine leichte Kruste. Weiß, absolut. Also wenn das so außen kross ist und innen so weich. So, erster Eindruck, wirklich top. Wir haben hier selbstgemachtes Brot, selbstgemachte Soße. Also wirklich, gibt's nichts zu meckern. Vor allem, was ich absolut feier, ist, dass in der scharfen Soße, so, dass du da Peperoni-Stück hast. Und er hat gesagt, wir tun da sowohl so süßliche Peperonis rein, als auch so leicht schärfliche. Und ich finde immer, diese Kombination mit scharf und süß, das macht schon den Unterschied. Fleischstandard, nichts Besonderes, ist halt so mit Hack, ne? Braucht ihr auch nicht in die Kommentare schreiben, Hackspieß, glattgeleckt oder sonst was. Hack kann auch gute Qualität haben. So ist es nicht. Der muss ja nicht immer Steak-Döner sein, sondern Hack kann auch gut sein. Hack heißt nicht gleich schlechte Qualität. Und dieser Döner, also vom Gesamtpaket her, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr wisst, selbstgemachtes Brot, da bin ich ein Fan von. Da habt ihr mich einfach. Ciao. Ciao. Danke für den Support. Ja, ciao. Der würde die ganzen Läden in der Stadt jetzt Konkurrenz machen, wenn er jetzt in der Stadt wäre. Ja. Das ist ja also wirklich ganz aus der Rückkehr. Also auch jeder kommt hier hin. Nee, ich kannte den Laden nicht, ne? Noch nie gehört? Okay. Ja? Ganz aus der Rückkehr. Erkennt das nicht.
Also, ja, du jetzt, ne? Ja, ich. Sonst ist eigentlich nicht so der Fall gewesen. Aber es ist stabil, muss ich sagen. Sehr schön, gut umgehen. Ja, danke. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diesen Laden kennt oder ob ihr den kanntet. Würde mich mal interessieren. Also ganz ehrlich, das ist ein starker Döner, Mann. Wirklich sehr, sehr stark. Und ich feiere das einfach, wenn die das Brot selber machen. Wenn die das Brot selber machen, dann merkst du direkt einen Unterschied. Dann bist du direkt ein Next Level so. Fleisch natürlich, Fleisch ist mit Hack, ne? Das ist klar. Viele bemängeln sowas, wenn das so glatt geleckt ist. Aber was ich auch gerade gesagt habe, wenn das so ein Hackspieß ist, das heißt ja nicht gleich, dass es schlechte Qualität ist. Dann kann auch gute Qualität sein. Und das Ding hat mich echt überzeugt. Hähnchen soll hier auch stark sein. Vielleicht beim nächsten Mal Hähnchen testen. Wie lange gibt es euch hier schon? Ich glaube, ich probe acht Jahre. Neun Jahre. Acht Jahre? Ja. Vorher war eine Pizzeria. Hm. Danach war eine Imbiss. Hm. Aber meine Chef wollte eine Laden öffnen. Immer selbe Besitzer gewesen? Oder? Nein, nicht selbe. Seit acht Jahren ist es selber Besitzer. Mhm. Aber davor gab es noch andere, so Imbiss und ja. Pizza und so. Ah, okay. Wenn du wirklich so viel Liebe reinsteckst, dann wirklich auf die Qualität achtest, überlebst du auch lang. Dann hast du auch die Stammleute hier. Ganze Stadtwerke war, glaube ich, hier vorhin. Und auch übrigens sind sehr, sehr nette Leute gewesen. Wenn du auf die Qualität achtest, wenn du wirklich das wiedergibst, was du verlangst, ich weiß jetzt nicht, was der Preis war, 7, 8 Euro stand da, glaube ich. Muss ich gleich nochmal abchecken. Dann ist es ja auch okay, wenn die Qualität passt. Dann zahle ich auch 8 Euro für einen Döner. Natürlich ist es noch viel zu teuer so, aber die haben ja auch ihre Betriebskosten. Die haben ja auch ihre Rechnung, die sie zahlen müssen. Ja, du machst ja nicht einen Laden auf, um minus 0 rauszukommen. Das ist ja auch Quatsch. Deswegen, da gehe ich lieber vielleicht mal weiter raus und isst ein Döner, wo ich weiß, okay, die Qualität passt hier, die stimmt. Als wenn ich jetzt in der Stadt irgendwie so 0,15 Döner und wo die da 9 Euro verlangen zum Teil. Und damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Auch mal sehr interessant, wie das am Ende noch belegt ist. Ich habe noch ordentlich Fleisch, bisschen Salat ist noch drauf, Soße habe ich auch noch. Obwohl er die Soße oben drauf getan hat, habe ich unten immer noch Soße. Also von dem, wie die den Döner belegt haben, ist schon sehr, sehr gut gemacht. Passt, weil so schmeckt der erste Biss mit dem letzten Biss gleich. Ich will nicht irgendwie unten ankommen, dann habe ich irgendwie keine Soße, nur Fleisch oder so. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Kommen nun zum Fazit. Also ich habe Taz Kebab Pizza House getestet hier in Rodesheide. Und Leute, vielen, vielen lieben Dank für diese Empfehlung, denn der Döner war wirklich sehr, sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich, Hackspieß, gibt es viele Kritiker. Ich mag auch lieber Steakdöner, aber Hack heißt jetzt auch nicht gleich sofort, dass das schlechte Qualität ist, sondern Hackspieß kann auch gut sein. Und der war sehr stark, hat mich auch an Royal Döner erinnert. Ist ja auch so ein OG-Laden und das Brot machen die hier auch selber. Die Soßen machen die selber, ne? Du kannst da, ich habe wirklich alle drei Soßen draufgeklatscht. Wollte ich mal probieren, Cocktail, Tzatziki und diese scharfe Soße. Die war für meinen Geschmack nicht scharf, aber es gibt auch einen plausiblen Grund dafür. Er hat ja gesagt, die tun da nicht nur scharfe Peperoni rein, sondern auch so süßliche. Für mich, Taz Kebab Haus in Osnabrück ist definitiv ein Besuch wert. Das ist irgendwie so mein Signature-Move geworden, ne? Ist definitiv ein Besuch wert. Ich lebe es schon, ich bin hier in Osnabrück geboren und habe noch nie von diesem Laden gehört. Und es ist immer wieder erstaunlich, wirklich. Vor ein paar Monaten, die Leute, die mich jetzt von Anfang an irgendwie verfolgen. Ihr wisst, ich habe gesagt, Osnabrück ist relativ langweilig, was das Essen angeht. Mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, dass sich das so ein bisschen wandelt. Dass wir hier immer mehr Angebote haben. Gerade so im Bereich Döner, da kommen immer mehr Läden dazu. Die konkurrieren sich ja gegenseitig und dadurch bekommen wir einfach mehr, ja, wie kann man das sagen? Da werden die Restaurants attraktiver so. Wisst ihr, was ich meine? Von den Komponenten her, von Soße, Fleisch und Brot, fand ich das Brot am stärksten. Also ich sag euch auch ganz ehrlich, hier werde ich definitiv öfters nochmal vorbeikommen. Super korrekter Typ auch gewesen. Der Chef war jetzt leider nicht da. Ich bin jetzt spontan hergekommen. Und ich wiederhole mich vielleicht nochmal, aber vielen lieben Dank für eure Empfehlung. Ehrlich, ich habe schon so viele Läden durch euch auch kennengelernt. Das ist so ein Geben und Nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Ihr zeigt eure Geheimspots. Ich teste die. Und zeigt das nochmal den anderen Leuten, ne, mit meiner Reichweite. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und so soll es auch sein. Haut auf jeden Fall eure Empfehlung in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Insta schreiben, da bekomme ich auch immer viele Empfehlungen rein. Und ja, macht es einfach. Ne? Ich check die Läden ab, ihr seht es ja. Und dann können wir das Ganze noch ein bisschen näher betrachten, wie das da abläuft und so weiter. Weil, dass sie das Brot selber machen, wusste ich nicht. Dass sie das Fleisch am Ende, wenn da zum Beispiel ein paar Kilo noch dranhängen,
dass sie das wegschmeißen und nicht am nächsten Tag nochmal benutzen, wusste ich auch nicht. Und ich denke mal, viele von euch auch nicht. Und das sind halt diese Infos, die man dann durch so einen Restaurant-Test nochmal erfährt. Denn das ist immer so ein Unterschied zu privat und ob ich jetzt hier mit der Kamera dahin gehe. Denn du hast da die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden, mit dem Chef zu reden, Background-Wissen nochmal zu erfahren. Das finde ich super, super interessant. Und ich freue mich jedes Mal, euch das dann auch mitteilen zu können. Finde ich immer auch sehr cool so, weil es ist nicht für mich, sondern ich teile das sehr gerne, deswegen mache ich das. Es macht ja auch Spaß und möchten Sie sich hier hinsetzen? Okay. Ja, das stimmt, bitte. Und das macht das Ganze so interessant, ne, als Foodblogger. Finde ich wirklich super. Und an der Stelle würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich habe lang genug geredet. Mein Mund ist schon trocken geworden. Lasst noch ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos. Dürft ihr nicht vergessen, denn jeden Mittwoch und Sonntag kommen neue Videos. Checkt es auf jeden Fall ab, Leute. Und ich würde sagen, Kuss, geht raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein.